Hallo Leute, wir haben heute den wärmsten Tag des Jahrtausends. Und zwar haben wir 864.200 Grad. Boah, mir juckt das Gesicht vor Hitze. Und wir fahren jetzt zum Rabatz. Und wir haben heute das Rabatz, das ist so ein Tobeland für Kinder eigentlich. Nee. Und wir haben das heute komplett für uns alleine und können da machen, was wir wollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir da sind. Wenn du nicht sofort die Klimaanlage anmachst, dann verflüssige ich mich. Bis okay. Gleich. Okay Leute, wir sind jetzt im Rabatz angekommen. Ich zeige euch erstmal ein paar coole Shots, was man hier alles so machen kann. Wie das hier aussieht und let's go, würde ich sagen. Schneller. Guck mal bitte noch mal, ob das auf 10 ist wirklich. Tom, wir fahren jetzt Rennen. Und ich bin einfach dünner, deswegen fahre ich viel schneller als du. Mann, mein Schuh hängt fest. Mann, das Fischen. Deine Münze auch mehr wert. Was ist los? Hast du kein PS oder was? Dieses dreckige Schwein. Hör auf, mich wegzudrängen. Hey! Hey, hey, hey! Hey, blauer Panzer, blauer Panzer! Boah, gerade noch ausgewichen. Hey, oh. Junge, das ist süß! Oh Scheiße, ist das mehr, Digga! Oh, hey! Hey, hey, hey! Ich bin Profi! Oh Mann! Scheiße, du hast den Vorteil, weil ich fett bin! Ja, ich gewinne! Ich gewinne! Hey! Ich komm noch rein! Hey. Ja! Schummelt mich einfach weg. Ich mach Wheelie. Ich hab eh gewonnen. Los, verloren. Alter, rückwärts fahren war richtig anstrengend, ne? Ich kann nicht mehr. Das war mit Absicht, ne? Fuck, das ist so schnell, Tom. Bitte hilf mir, bitte. Ich kann nicht gerade, ich habe Angst auf Pferden. Ach so. Oh mein Gott, du bist ausgewichen. Du hast mich abgeschossen. Du bist... Tom hat Angst vor Pferden, das heißt, wir müssen seine Angst vor Pferden jetzt überwinden, und zwar auf dem hier. Komm, Tom. Ich beruhige es und du gehst rauf. Guck mal, wie schöne Haare das hat. Guck mal, das hat einen Feudel als Haare. Ich halte dich fest, komm. Oh, Tom, bitte keine Angst haben. Oh Gott, das Pferd ist so gruselig, ich weiß. Wo ist erster Gang? Erster Gang halte ich hier am besten fest. Hier. Und jetzt reite mir einfach nach. Und? Kannst du so meine Haare einblenden? So. Ich habe einen Splitter im Bein. Ein Splitter? Das ist doch kein Holzpferd. Achso. Das liegt nicht an meinem Gewicht, dass das so doll nach unten drückt. Das liegt an meinem Bombastic Side-Eye. Okay. Schick, 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 wer zuerst geht. Okay. Der Gewinner oder der Verlierer? Der Gewinner muss rauf. Oh, fucking hell, man! Alter, wie soll ich mich denn darauf halten? Ich habe noch nie einen Bullen gesehen, der einen Bullen reitet. Oh fucking hell, wie soll man sich halten? Das ist ja Todes. Man macht es mit einer Hand eigentlich, ne? Oh Scheiße! Halt den Kopf! Ey, du wärst fast gestorben. Ben, Kameramann! Ich weiß nicht, wo es hier rausgeht. Vielleicht machen wir gleich, wenn ich mir doll machen, nämlich drin. Wo geht's denn hier raus? Nein, ich bin mal locker fest. Man muss immer die Hüfte bewegen, das ist das Geheim. Oh. Okay. Achso. Sorry. Nee, 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 lieber nicht. Hast du jetzt noch einmal richtig doll? Ich? Ja, also auf keinen Fall. Tom schafft das. Nein, Tom kann das nicht. Gut. Mach du mal einmal doll, komm.
Mach nochmal doll. Versuch mal! Auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Mach gut. Kannst du? Mach! Jetzt hast du es gesagt. Lutscher, wenn du nicht machst. Ruhig. Tom. Da wärst du mal wieder richtig geflügt. Ganz ruhig. Beruhig ihn! Ganz ruhig! Das ist scheiße. Droh doch seiner Mutter. Ey, Macarena. Kannst du auch abtempeln? Oh, Daddy, oh fuck, oh fuck, oh Daddy, oh fuck, ja, Daddy! Du hast keine Chance, ne? Na klar. Ja? Du hast mehr Anpressdruck. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ach, scheiße, Digga. Ich muss auch schnittiger sein. Ja. Oh, fuck. Achtung. Kann ich dir mal Sommerdrink sagen? Ja. Hä, wo bist du? Warte. Wo ist Tom? Alter, der war richtig krank. Der war gut, oder? Also, Real Talk. Habt ihr Tom gesehen? Okay. Schreibt mal in die Kommentare. Machst du einen spannenden Liegen? Also. Oh, fuck, ich rutsch, Tom. Ah, ich hab meine... Oh, fuck, da steht ein Tier. Du. Tschüss. Ja. Oh, fuck. Jetzt schwitze ich viel weniger nach der Fahrt. Ey, coole Frisur. Geh mir mal aus dem Weg. Boah. Das geht schnell. Ist das auch ein bisschen? Nein? Okay. Guck mal, hier gibt's diese Monsterkugeln. Achtung, wir machen jetzt einen Werbeclip, die wir da richtig dran schlürfen in die Kamera und sagen, muss man das zudrehen? Wieso hast du jetzt nicht das genommen? Wir machen jetzt den Clip. Wir schwitzen, es ist ein heißer Sommertag. Okay. Okay, komm, trinken. 3, 2, 1. Was eine Abkühlung. Head and Shoulders. Hättet ihr das gekauft? Hättest du das Eis gekauft? Ob du das Eis gekauft hättest? Nein. Okay. Dann müssen wir es nicht nochmal machen. Ich habe mit der Kamera gewackelt, um Nein zu sagen. Das ist cool. Wir machen eine kurze Drehpause. Ist euch auch so warm? Nö. Mir auch nicht. Wie fertig ich aussehe. Wir gehen jetzt klettern. Guck mal, ich habe einen Schwanz. In luftigen Höhen. Was vorne zugehen? Normalerweise? Normalerweise, ja. Nein, ich bin so, mir echt. Und jetzt hier erstmal fest, ein Stück. Ha, ich bin so fett. Ich schwitze mich schon wieder behindert. Was machst du denn? Ist mein Arschloch? Oh Gott, die machen mir so eine Angst. Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Ich kann das nicht. Ich habe so eine Höhenangst. Ich weiß nicht, ob ich das mitmachen kann. No joke. Ich habe Höhenangst. Gerade bekommen. Ich krieg die nicht fester, glaube ich. Ich schwitze mich vor Angst tot. Wenn man unsicher ist, geht das. Ich hab runtergeguckt. Ich scheiß mir so in die Hose, ich schwör alles. Ich muss zurück. Hey. Scheiße. Marvin, ich kann's nicht. Wir müssen gar nicht das Video drin sehen. Ich kann's nicht. Du! Ganz du bist da nicht mal raufgegangen! Ich du so, war da du drauf. Hast deinen Fuß drauf gesetzt und hast gesagt, nein, ich kann das nicht, ich mach zurück. Mach du das mal vor. Fällt. Und der Typ rennt da einfach rüber. Ah! Ich kann nicht. Ich muss zurück. Du machst jetzt nur du. Eier. Der hat so eine ich schmeiß dir das Seil rüber. Jetzt schwinge ich mich darüber. Das ist halt schwieriger, weil das so wackelt. Yeah. Dass er sich da überhaupt reinhängt. Das macht mir auch Angst, dass mich das nicht hält. Ich finde das krank, wie du das machst. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich. Ich stehe hier oben nur mit Angst. Immer muss das festhalten, sonst bleibe ich hier für immer und schlafe hier oben. Das ist viel höher, wenn man nach rechts guckt. Wo ist hier umdrehen? Oh fuck! Ich bin Captain Jack Sparrow. Hört auf, mich alle zu das filmen. Das sieht super aus, Marvin. Wie so eine fuck! Soll ich mal meine Cola aufmachen, schnell bitte? Spuck ist cool weg. Wir machen jetzt das krasseste Rennen. Hier ist ein riesiger Tower. Ich weiß nicht, man kann ihn sehen. Da unten geht's los. Und wer zuerst oben ist, ganz oben. Einfach in der ersten obersten Etage, der hat gewonnen. Es gibt keine Regeln, man darf nicht treten und schlagen, aber man darf den anderen festhalten, wie man will. Okay. Aber der andere darf sich nicht loshauen und jemandem wehtun. Keine Schmerzen. Ja, du darfst dich nur rausziehen. Das heißt, ich lass dich einfach nur vorbeilaufen. Ja, genau. Ja, lass dich einmal einpressen, bitte. Geht durch? Ja. Lass dich einmal zum Döner bearbeiten. Das war fair. Oh fuck, oh nein, wenn das ein Holzding. Digga. Fass das mal an, Digga. Nee, will ich ja gar nicht. Ist das so hart wie dein Penis? Ey, das, ist... das Rennen geht von hier unten bis. Da in diesem Ding drin? Ja. Okay, wer als erstes da oben in dem Ding drin ist, hat gewonnen. Okay.
Abfahrt. Dann los. Wir machen Countdown. Du zählst runter. Drei. Gibt's auch schon. Zwei. Eins. Go. Schummler, Schummler, hey, hey, hey. Man darf nicht. Na komm, komm hoch. Wo geht's längs? Wo geht's längs? Wo geht's längs? Ah, ah. Jawohl. Nein. Hey, du verspottest mich. Nein, hier. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewertet. Hey, hey. Aua. Oh. Aua. Na komm. Komm durch. Hey, 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 ohne anfassen. Warte, ich baue dich einfach hier zu. Hey. Ich stopf ihn da einfach rein. Ja. Du Schwein. Komm da. Aua. Jetzt einfach wieder hier raus. Ganz trocken. Marvin, wo bist du? Hä? Wo bist du? Ich mach hier Pause. Das war so anstrengend. Bruder. Aber ich habe es geschafft. Marvin, brauchst du ein Sauerstoffzelt oder? Zwei. Zwei Sauerstoffzelte. Hau die nebeneinander. Alles. Wir machen jetzt, wer als erstes umfällt, hat verloren. Das ist unfair, Marvin. Das ist nicht unfair. Du machst einmal so. Let's go! Für den Anfang gehen wir einmal in jede Ecke. Und jetzt. Ja, okay. Oh, fuck. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Die Hüftburg ist kaputt. Ich hab gewonnen. Los! Ja! Ich kann auch nicht mehr. Ich bin so safe und ja. Auf die Plätze, fertig, los. So Leute, der Tag nähert sich dem Torsten Wet Floor. Also wenn ich dann zum Finale auch noch was sagen darf, das war das letzte Mal, dass ich mit euch zusammengearbeitet habe. Warte Ben, ich muss noch eine vermitteln was. Weil ich das hier noch okay, Leute, ich bin völlig fertig. Ich sag, also so richtig fertig war, glaube ich, lange nicht mehr so fertig. Wie viele Stunden waren wir jetzt hier? 800.346 Stunden ungefähr im Rabatz in Hamburg. Diese beiden netten Herren hier haben uns eingeladen, heute einen Tag ganz alleine hier zu sein. Also mit denen natürlich, weil die uns die ganze Zeit beobachten wollten, weil die uns attraktiv finden, aber das ist ja auch okay. Und Tom war auch dabei. Tom, sag mal, wie fandest du es? Ich fand es mega geil, bisschen anstrengend, aber die Abkühlung jetzt am Ende eben, es war auch gar nicht so geplant eigentlich. Aber es war gut, doch. Okay, nice. Möchtest du noch was sagen? Danke nochmal für die Einladung. Ja, sehr gerne. Die spontanen Sachen sind meistens immer so die besten. Die beiden konnten mal jetzt hier richtig die Sau rauslassen. Aber auch ihr könnt es machen. Wir haben zweimal den Ü18-Abend. Jeden ersten Freitag und jeden dritten Donnerstag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Sehr auch, gerne. Dass ihr da gewesen seid. Und wir sind beim Ü18-Abend auch immer dabei. Und ich wisch den Boden jetzt. Ja.